Bei Morph Tales geht das so, dass man am Anfang einen kleinen Charakter bekommt, dass dieses kleine blaue Wesen, das noch ein bisschen naiv wirkt, unerfahren und sehr wenig individuelle Charakterzüge hat. Der Spieler begleitet dieses kleine Wesen durch 4 Abenteuer, in denen Morph lernt, bestimmte Aufgaben zu lösen. Für jede Aufgabe, die er gut meistert, bekommt er eine kleine Belohnung. Das sind im Spiel Accessoires und Kleidungsstücke. Die Morph Tales zeigen auf spielerische Art und Weise, wie KI-Technologie den Menschen unterstützen und dabei die Wissenschaft voranbringen kann. Die 4 Minispiele sind inspiriert von realen Forschungsprojekten hier an der ETH Zürich in verschiedenen Gebieten wie dem Smart Farming, dem autonomen Segeln, der Arzneimittelforschung sowie der Suche nach dem Ursprung des Lebens auf fremden Planeten. Was ich ganz besonders toll finde bei Morph Tales, ist, dass es auch sehr viel mit unseren Werten zu tun hat. Wir wollen beim AI Center vertrauenswürdige, breit zugängliche und inkludierende KI-Systeme bauen und weiter erforschen. Und auf diesen Grundwerten wurde auch Morph Tales aufgebaut, dass im Prinzip das Spiel davon lebt, im Zusammenspiel mit den Menschen mehr zu erreichen. Künstliche Intelligenz ist das Werkzeug unserer Zeit. Es ist wahnsinnig vielseitig und mächtig und wird heute schon an sehr vielen Stellen eingesetzt. Deswegen wollen wir mit Morph Tales Jugendlichen aufzeigen, dass ganz unabhängig davon, wo sie ihre berufliche Zukunft sehen, es sich für sie lohnt und auszahlen wird, sich mit künstlicher Intelligenz zu befassen, zu verstehen, wie sie funktioniert und zu lernen, sie wirklich gut einzusetzen.